Ich grüße euch. Heute gibt es eine spezielle Folge. Tobias hat den großartigen Robert Rauschmeier getroffen und sich mit ihm über Veganismus, Tierrechte und Aktivismus unterhalten. Viel Spaß! Gut. Herzlich willkommen, Robert, hier. Freue mich, dass du da bist, dass du hier bei mir im Wohnzimmer sitzt. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, wie schon erwähnt, Robert Rauschmeier. Ich bin Umwelt- und Tierrechtsaktivist, wie ich in den sozialen Medien gerne auch mich da deklariere. Ich komme aus Volkerswil, nahe bei Zürich, und bin vor allem so orientiert in Zürich und Umgebung. Und ein Teil meiner Freizeit geht für Umwelt- und Tierrechtsthemen. Schwerpunkt sind Tierrechte. Und ich arbeite als Heilpädagoge. Genau. Das ist ja interessant. Wie bist du dann zum Veganismus gekommen? Das war vor etwas mehr als 10 Jahren. Tatsächlich feiere ich jetzt dann, wie sagt man, Veganusary? Keine Ahnung, ich kann es schlecht aussprechen. Auf jeden Fall Jahresdekade, ne? Und Ich kam über einen Kollegen zum Veganismus, und zwar, das ist derjenige, der heute den Vegan Fun hat, Hans-Jörg. Der hat umgestellt, und weil ich mit ihm befreundet bin und ihn häufig sah, dann kommt man natürlich mit dem in Kontakt. Und ich hatte mir, zu meiner Schande, muss ich sagen, ist ganz schlimm, nie Gedanken gemacht darüber, was so auf den Tellern landet, was mit der Mode ist, mit Kosmetika, mit Medizin und all das. Es ist alles so an mir vorbei die ganze Zeit, und ist eigentlich erschreckend so im Nachhinein. Und dann habe ich auch begonnen, Filme anzuschauen, Bücher zu lesen, und dann wird man vegan. Nach all dem, also ich glaube, da bleibt nichts übrig. Und dann auch ziemlich bald Aktivist. Ja. Ah ja, und wie lange hat dann die Übergangsphase gedauert? Also? Ja, gute Frage. Ich kann es natürlich jetzt nicht so sagen, wie es genau, aber es ging schon mehrere Wochen. Ich hatte etwas Mühe mit dem Fleisch, also mit der Streichleberwurst hatte ich Mühe. Ich habe zwar gar nichts mehr Tierisches gegessen, oder Tierliches, würde ich lieber sagen. Und dann gab es halt eine Phase, wo ich vielleicht eine Woche, knapp zwei, fast täglich eine Streichleberwurst essen musste. Also das war mein Gefühl. Ja. Im Nachhinein auch unverständlich, aber irgendwie, um mich vielleicht dann wirklich vollends zu verabschieden. Ja. Hast du ein gutes Rezept für Streichleberwurst vegan? Nicht auswendig, aber es gibt sie. Okay, gut. Dann hängen wir das ans Ende des Videos dann. Ja. Okay. Lustigerweise hatte ich eben kein Problem mit dem Käse, den ja viele beklagen. Ja, da hatte ich lustigerweise kein Problem. Aber diese Streichleberwurst hing mir dann ein oder eben knapp 2 Wochen noch nach. Und ich habe wirklich ich war etwas verzweifelt. Ich dachte, ich schaffe das nicht. Aber irgendwie plötzlich ging es dann, ja. Stimmt, man wächst dann eigentlich relativ schnell rein. Ja, die Anpassung ist einfacher, als man denken mag. Ja, das stimmt, absolut. Genau. Ja. Und wie lange hat dann der Schritt gebraucht von vegan sein zu Aktivismus? Es sind noch mal ein paar Monate vergangen. Ich habe ja dann gemerkt, ja, da gibt es ja noch andere Vegane, nicht nur der Hans-Jörg und ich. Und zuerst über den Kontakt hatte ich zuerst über Flyern, also Vegan Aktiv Zürich, hatte ich irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich genau dazu kam. Ah, das war natürlich mit den Organisationen wie SwissVeg oder die Vegane Gesellschaft Schweiz, die hat ja auch, machen ja auch gewisse Sachen mit Aktivisten zusammen. Und das Flyern, das ging von SwissVeg aus. Und dann bin ich ja auch mal mit, und die tun ja auch bis heute regelmäßig beim Bahnhof flyern. Ich bin auch immer wieder dabei, wenn es geht. Und wie es halt dann so ist, man lernt andere Aktivistinnen und Aktivisten kennen, und dann sagt mal jemand mir, kommst du an eine Schlachthausmahnwache? Und ich war offen für alles. Und ich habe gemerkt, ich muss da was machen. Und dann ging ich da auch mit. Und wie es halt so ist, bei der Schlachthausmahnwache lernte ich noch andere Aktivisten und Aktivisten kennen. Und so kam es zum Beispiel zu ATAZ, Autonome Tierrechtsaktivistinnen und Aktivisten Zürich. Das war damals noch, die ist leider nicht mehr aktiv. Aber zu dieser Zeit war das eine verrückte Truppe. Weil wir haben
illegale Sachen gemacht, also nichts kaputt oder so, keine Gewalt, aber so Run-ins in den McDonald's zum Beispiel oder in den Pelzladen rein und ausrufen oder verstecktes Theater in der Öffentlichkeit, wo man was aufführte, ohne dass das Publikum wusste, dass das ein Theater ist oder auch bewusstes Theater. Kundgebungen an Demonstrationen. Vorher war ich ja nie an einer Demonstration und dann von da an, ganz klar, und auch für andere Themen, natürlich, dann kommen auch die anderen Themen dazu, Menschenrechte und so weiter, heute die Queer Theory und all diese Umweltthemen, natürlich Klimaaktivismus. Also das ist ein Teil von meinem Leben geworden, ja. Ist das dann auch eine Intention von dir, dann mit Mahnwachen irgendwie das Leid sichtbar zu machen oder? Tatsächlich ist ja zum Beispiel die Animal Movement Bewegung, die ja ursprünglich aus Kanada entstanden ist, die möchte ja, dass man zu den Schlachthöfen geht und wir machen ja Aufnahmen und dann machen wir auch Fotografien und Filme und die drucken wir auch aus und dann gehen wir in die Stadt auch rein. Wir machen regelmäßig so, wie sagt man, City Vigils, also Stadtmahnwachen, wo man nicht vor dem Schlachthaus ist, weil dort in der Regel wenig Frequenz ist. Also du erreichst dort nicht so viele Menschen, aber in der Stadt drin. Und wenn du dann die Fotos zeigst und die Geschichten erzählst und auch die Filme zeigst, dann hast du Chance, dass Menschen das sich anschauen. Ein Teil der Menschen bleibt auch tatsächlich stehen und dann kommt man auch ins Gespräch. Und wir haben ja auch immer Flyer, wir geben ja auch immer was mit. Und da steht ja auch auf dem Flyer beim Zurich Animal Safe, wo ich bin in Zürich, dann steht auch drauf, kennst du meine Geschichte, willst du mich kennenlernen? Sinngemäß. Und du siehst auch mal eine Kuh als erstes und dann auf der anderen Seite kurze Erklärung, warum, was wir da machen und dann ein paar Links, wo man eben sich auch weiter informieren kann. Filme wie Dominion beispielsweise, wo sehr bekannt ist unter uns. Und so soll auch das die Runde machen. Weil das ist ein wichtiger Punkt. Das ist für mich, hat das sehr viel mit Erinnerungspolitik zu tun. Also ein Beispiel der Stadthaube auch, dass man sagt, woher kommt denn das? Also viele Menschen wissen ja gar nicht, was mit den Stadthauben ist. Warum sind die überhaupt in den Städten? Ne? Und erst dadurch, dass wir eine Geschichte erzählen und erinnern, woher das kommt, das wusste ich ja alles auch nicht. Ne? Okay, und wollen wir noch mal ganz kurz zurück zu deinem aktivistischen Leben. Also du bist dann sehr viel unterwegs, auch mit vielen anderen Aktiven, direkt auf der Straße und nicht einfach vor YouTube-Videos. Das machst du auch, aber ja, also vielseitig, multidimensional. Und wie würdest du die Effizienz deines Aktivismus bewerten? Also wie sind so die Rückmeldungen? Ja, gute Frage. Also eins ist sicher, es gibt Reaktionen, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, also es wird nicht ignoriert. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. So auch die negativen Reaktionen kann man als Erfolg verbuchen, weil offenbar spricht etwas an bei den Menschen. Auch wenn sie natürlich was mal ablehnen. Und das war immer schon so in den sozialen Bewegungen. Du hast immer Menschen gehabt, die, wenn sie anecken, wenn sie etwas in Frage stellen, Gewohnheiten hinterfragen und auch stören, dass das natürlich Reaktionen auslöst. Und es heißt nicht, dass man automatisch dann erfolglos ist, nur weil jemand jetzt das bekämpft. Sondern im Gegenteil, das tut ja, da tut sich was. Klar ist es immer wichtig, dass man Sympathien gewinnt. Und dass man muss immer aufpassen, dass man auch, wenn man Aktion macht, nicht ins Lächerliche gerät. Das ist immer so ein Punkt. Und es waren sicher nicht alle Aktionen von mir erfolgreich und manche sicher auch belächelt und mit gutem Recht im Nachhinein. Sicherlich, wenn ich das so kritisch betrachte, daraus lerne ich ja auch. Und ein Glück, wir dürfen Fehler machen. Wichtig ist, dass man niemandem damit schadet. Oder man kann jemandem mal auf den Schlips treten, aber das wird jemand in der Regel hoffentlich aushalten. Ich kann es natürlich nicht konkret bemessen. Ich führe keine Statistik oder habe auch kein Institut, das dann quasi meine Arbeit wissenschaftlich auswertet. Wäre natürlich sehr spannend. Also, ihr habt den Aufruf gehört. Ja, also liebe Unis und so. Aber es ist das erste Mal, es ist ein viel, also ich habe ein breites Feld, das ich abdecken versuche. Und irgendwo mal in einem Artikel, in einem Interview habe ich auch gesagt, dass Aktivismus muss breit angelegt sein, weil verschiedene Bereiche angesprochen werden müssen. Und der Speziesismus, wenn man auf den Punkt der Diskriminierung geht, auf andere Spezies, ist halt sehr breit. Ne? Das
eben, wir haben Tierversuche, wir haben in der Mode Ausbeutung, wir haben in der Kosmetik Ausbeutung, in der Ernährung haben wir eine riesen Ausbeutung. Es sind unglaublich viele Bereiche und die musst du alle wie bedienen, ein Stück weit. Ne? Also ich sage nicht, dass du als Aktivist immer alle bedienen musst, aber ich persönlich möchte es gerne. Und natürlich ist es für mich in Ordnung, wenn ein Aktivist oder eine Aktivistin sagt, ich möchte mich für die Pelz, wegen dem Pelzthema einsetzen und ich gehe da 100% rein, das ist auch okay natürlich. Wichtig ist, dass diese Person vegan leben würde, dann wäre es sehr konsequent, oder? Aber es heißt nicht, dass die Person alles abdecken müsste. Ich persönlich möchte es aber gerne so handhaben. Und ohne jetzt mir Gedanken zu machen, dass ich jedes Mal alle erreiche, das geht ja eh nicht. Aber so im Sinne von steht der Tropfen höhlt den Stein, dass man doch immer wieder Gedanken sät und was rausstreut. In der Hoffnung, dass diese Person, die jetzt vielleicht noch ablehnend ist, beim nächsten vielleicht offener wird und sich erinnert. Denken wir an die Erinnerungspolitik von vorhin. Plötzlich, ah, okay, ja, diese Information stimmt. Ich habe es nicht mehr dran gedacht, aber jetzt. Und dann festigt sich das hoffentlich. Ja, und dass das so irgendwo im Hinterkopf dann hängt, genau. Und dann irgendwann, bam. Ja. Ich habe eine gute Anekdote dazu. Ich bin ja unter anderem im Circle of Compassion. Das ist so ein AV-Ableger, Anonymous for the Voiceless. Mhm. Also wir machen so Outreach mit Bildschirmen. Und wir stehen dann so da, manchmal mit Tiermasken, bunt gekleidet. AV ist ja schwarz gekleidet mit Gay-Fork-Maske. Und wir sind da nicht so streng. Wir zeigen Bildschirmaufnahmen von Züchtung und Schlachtung und informieren dann Leute, die stehen bleiben und sich das anschauen. Dann kommen wir ins Gespräch. Und da hatte ich mal vor 2 Jahren in St. Gallen, ich erinnere mich noch gut, da war eine Postbeamtin, die hatte gerade Pause und dann hat sie so diese Aufnahmen gesehen und dann ging ich auf sie zu und habe angesprochen. Dann fragt man meistens, haben Sie das schon mal gesehen? Also so geht man so ein bisschen rein, vorsichtig. Und dann greift man so den Faden auf, die Person einem gibt. Und irgendwann mal sagt sie, ja, aber dann müsste man ja auch bei den Haustieren und dann bei dem Zoo. Da habe ich gesagt, ja, das ist super. Sie denken schon alle Bereiche mit. So muss es. Und da habe ich so sie entlassen, habe ich ihr gesagt, und sehen Sie, Sie werden weiterdenken. Das, ja. Also, du warst so ein alter sokratischer Tradition quasi, dann so Domino einsteigen. Ja, voll. Ja. Also sie hat es ja nur verwendet dann quasi, sie wollte mir so quasi sagen, ja, aber du kannst ja nicht und so. Und ich habe ihr so ein bisschen gesagt, ja, das ist super, dass Sie mitdenken und sehen Sie, das wird Sie beschäftigen. Gut, sehr schön, ja. Tipptopp. Ja. Macht Spaß so. Mhm. Natürlich gelingen nicht immer alle Gespräche. Und ich muss es ja sagen, selber erlebt man ja auch immer ein Wellenbad oder eine Achterbahn an Gefühlen. Also es gibt auch Gespräche, die machen einen wütend und oder frustrierend oder traurig. Es sind nicht immer alle so glücklich, ne? Das ist auch die Realität vom Aktivismus. Definitiv, aber es ist jetzt nicht so, dass du quasi mangelernährt, wie du natürlich bist, dass du dann auch mit voller Trauer die ganze Zeit herumläufst und voller Wut. Also du kannst auch lachen und Freude. Immer noch, Freude, ja. Ja, es ist auch wichtig, Humor. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man natürlich selber immer wieder Humor aufgreifen kann, auch wenn es in einem in dem Moment nicht immer gelingt. Und das ist auch okay so. Es gibt ja so ein schönes Buch, das ich immer empfehle, von der Philosophin, das ist eine französische Philosophin, Corinne Peluchon geschrieben, können wir dann auch verlinken. Sie ist selber auch Veganerin und sie hat das Buch geschrieben, Die Durchquerung des Unmöglichen. Buchtipp. So ein Buch und dort beschreibt sie, wenn ein Mensch zum Beispiel diese Traurigkeit erlebt hat, diese Hilflosigkeit, bis hin zu Depression, dann durchquert sie etwas Unmögliches. Weil du bist in dem Moment in einer Verfassung, wo du sogar vielleicht an Tod denkst, wo du sagst, ich kann so nicht weiter. Das Interessante ist, wenn Menschen es gelingt, dass sie aus dieser Durchquerung des Unmöglichen Hoffnung schöpfen, im Sinne, aber es kann etwas sich ändern. Und das haben wir in der Geschichte ja immer wieder erlebt. Und das ist das, was uns tragen muss und tragen soll, diese Hoffnung. Hoffnung meint hier nicht eine blinder Optimismus, so eine aufgesetzte Fröhlichkeit und so, sondern Hoffnung meint die Gewissheit, dass sich Dinge ändern können. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, also das ist das, was ich für mich nehme und ich mir natürlich für alle wünsche.
weil das ist etwas Schreckliches und das habe ich auch erlebt, wenn man in einer Lustlosigkeit, in Frustration und du hast das Gefühl, du kommst an diese Windmühlen nicht an. Ne? Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man dieses Beflügeln oder beflügelt werden, dass man das erreicht, ja. Und ich glaube, das Gute und Wichtige ist, dass man merkt auch, man ist ja nicht alleine, oder? Wir sitzen schon zu zweit. Ja, definitiv, ja. Und wir kennen ja ein paar andere auch sehr engagierte Menschen, jeder auf seine Art. Und das ist ja so, soll es auch sein. Und jeder trägt etwas bei. Okay, vielen Dank. Du hast vorhin über die Politik gesprochen und die Subventionen und auch, dass das durch Recht und Gesetz abgesichert ist. Also es ist wie so ein riesiges Bollwerk und dann ein bisschen ketzerisch gesagt, dann steht ihr mit ein paar Flyern auf der Straße und das soll dann den Umsturz bringen in die vegane Gesellschaft, oder? Ja, Tobias, das sprichst du was Heftiges an. So, die Frage ist ja, was soll ich da auf der Straße, oder? Und was soll ich online machen und so? Und ich bin gerade an einem Buch am Lesen, das heißt Die Macht der Machtlosen. Auch ein Buch, das man sehr empfehlen kann. Und da geht es um Beispiele aus der Geschichte. Ein Teil ist aus der Sklaverei, damals die Abolitionisten, also die wirklich die Sklaverei überwinden wollten und nicht nur Reformisten, wo man etwas verbessern will. Die haben auch klein angefangen und Menschen, die keinen Namen hatten und auch heute, wir kennen sie nicht, aber es ist dokumentiert. Also man kann das nachlesen. Beispielsweise gibt es eine, ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche, Benjamin Fay aus England. Ich glaube, den kennt wahrscheinlich gar niemand. Ich habe ihn vorher auch nicht gekannt, als Erster gelesen. Der hat so irrwitzige Aktionen durchgeführt. Eine Aktion war zum Beispiel, dann war er dort, wo er lebte. Die Leute kannten ihn natürlich persönlich. Und England eben hatte ja auch Sklaven. Und dann stand er vor dem Gemeindehaus und war nur so halb bekleidet. Und es war kalt, es war Winter. Und die Leute, die da ein- und ausgingen, die haben natürlich ihm gesagt, ja, aber um Gottes Willen, du musst dich doch warm anziehen und so. Und er wollte den Menschen einen Spiegel vorhalten und sagt, das ist eine verlogene Mitleidigkeit, die ihr habt. Ihr zeigt mir jetzt Mitleid, aber was ist mit den Sklaven, die so rumlaufen müssen? Die unter schlimmsten Bedingungen und so weiter. Also hat er immer einen Spiegel hingehalten. Einmal gibt es eine andere Stelle, die beschrieben wird, da ist er auf einem Flohmarkt mit seinem Teeservice und Porzellan und so teuer und er hat angefangen, dieses Porzellan zu zerschlagen und die Leute waren entsetzt und was machst du da? Und er hat gesagt, das ist durch Sklavenarbeit entstanden, all dieses Geschirr und so, das möchte ich nicht, ich unterstütze das nicht. Deshalb. Und dann hat er protestiert und hat Sachen kaputt gemacht. Nicht andere seine Sachen, aber, und das war sehr wirksam, weil es steht erstens in diesen Schriften und zweitens noch heute auch ein Buch wurde veröffentlicht. Und es gibt noch weitere Beispiele in diesem Macht der Machtlosen, wo Frauen für Frauenrechte eingestanden sind, die sich als Männer verkleidet haben. Zum Beispiel Joggen gegen Marathonläufe, wo ja damals für Frauen verboten war, weil man dachte, das tut den Frauen nicht gut und sie können körperlich das nicht durchhalten und so weiter. War alles Quatsch, wie sich ja herausstellt. Und was haben die gemacht? Die sind da den Marathonlauf gegangen, man dachte, das seien Männer. Und mitten im Marathonlauf haben sie sich ausgezogen, also die Kleidung als Mann und haben sich als Frauen gezeigt. Und das war ein Aufruhr, ne? Aber das waren so erste Dinge, das waren alles Frauen, die hatten keinen Titel oder waren irgendwie so bekannt. Aber sie wurden durch solche Aktionen bekannt am Schluss. Und das soll uns zeigen, auch heute im 2024, dass das alles möglich ist. Nicht im Sinne von der American Way of Dream, sondern einfach, weil wir dastehen, weil wir etwas aussprechen, was sonst unausgesprochen ist und bleibt, aber das darf nicht sein. Und deshalb jede Stimme, und da erinnere ich mich auch sehr an das Märchen von, wie hieß er, dieser Andersen, genau, des Kaisers neue Kleider. Nur ganz kurz zusammengefasst, da geht es ja in diesem Märchen, der Kaiser glaubt, er hätte Kleider an, dabei ist er nackt. Alle Bevölkerung sieht natürlich, dass er nackt ist, aber niemand darf sagen, dass er nackt ist, weil sonst würden sie als dumm dastehen, weil ja diese Schneider, die ja Halunken waren, behauptet haben, sie machen die schönsten Kleider und wer das nicht sehen könnte, wird sich als dumm ausweisen. Und das war so ein mundtotes Ding, Schlagargument.
Und ein Kind hat dann gesagt, aber der Kaiser ist ja nackt. Und zwar ein Kind, eine Kinderstimme. Und plötzlich haben alle den Mut gehabt zu sagen, ja, stimmt, er ist nackt. Und da haben natürlich gelacht und so. Und er völlig beschämt, der Kaiser. Was offensichtlich ist. Und so soll es auch sein, dass jede Stimme auch eine Kinderstimme zählt. Und die kann uns berühren und Wellen tragen. Ja, sehr spannender Gedanke, auch dieser Vergleich. Das ist mir so noch gar nicht in den Sinn gekommen oder vielen von uns sicherlich nicht, aber sehr spannend auf jeden Fall. Also dann quasi der Tierkonsum als der Kaiser, den alle irgendwie anbeten oder sowas und die Veganer, Veganerinnen als die unschuldigen Kinder, die dann darauf hinweisen. Und die Parallele zur Werbung, oder? Die Werbung, die uns was vormacht. Mhm. Und eigentlich können wir alle uns denken, dass wir da völlig betrogen werden. Wir wollen es wie wir nicht eingestehen oder einfach nicht sagen, aber es ist wichtig, dass wir was sagen. Ich meine, das kommt ja aus den sozialen Bewegungen, was am Schluss sich durchsetzt, ist die Wahrheit. Ne? Und die Wahrheit ist unsere stärkste Waffe, sozusagen. Die Wahrheit ist unsere stärkste Waffe. Ich glaube, Donald Trump würde dir da widersprechen. Ja, ja, weil jeder seine Wahrheit quasi verpasst. Ja, ich meine natürlich diese im Sinne von Fakten. Also ein Beispiel ist, Wenn jemand sagt, ja, aber Eierkonsum ist ja nichts Schlimmes. Selbst so, wenn ich jetzt Hühner halte im Hinterhof, ist doch nichts Schlimmes. Und dann sagen wir, aber wenn wir wissen, das sind ja Qualzuchten, also die legen ja sehr viel mehr Eier als eigentlich das Urhuhn, das ja aus dem ostasiatischen Raum ursprünglich kommt. Und wir die Studienlage kennen, zum Beispiel Unis, die Hühner gerönt haben und feststellen, 97% der Hühner haben ein- bis mehrfache Knochenbrüche. Woher kommt das? Ja, natürlich Kalziummangel, weil so viel Eier und die Hühner nicht die Gelegenheit haben, auch diese Eier wieder zurück in ihr Futter zu haben. Klar, man könnte es ersetzen mit kalziumhaltiger Ernährung, das wird ja auch gemacht. Trotz allem sind die Hühner sehr schlecht dran gesundheitlich. Und ich meine, ich habe ja selber das erlebt in den Stallbesetzungen zum Beispiel, in einer Hühnerfarm hier in der Schweiz, wo bis zu 20.000, 18.000 Hühner leben dürfen. Das ist alles legal. Und ich habe eine Hühnerfarm erlebt, die hatte sogar ein Label, ne, Naturafarm, 4.000 Hühner, klingt nicht nach viel, ne, aber trotz allem schrecklich, diese Zustände. Also du bist drin, diese Luft, die dort du einatmen musst die ganze Zeit, dieser Lärm die ganze Zeit und die Hühner, die dort sind, wo ein Teil ist tot, ein Teil hat Entzündungen, Federpicken, Mobbing, also man muss von Mobbing reden, auch bei Tieren, weil diese Zustände sind unhaltbar. Das löst Aggressionen aus, die haben gar keine Möglichkeiten, obwohl sie Freilandhühner sind. Und das sind alles Fakten. Und von dieser Wahrheit spreche ich. Ne? Okay. Die Wahrheiten müssen dann nur noch an die Leute gebracht werden. Ja. Ne? Aber dafür sorgst du ja. Ja. Ja, ja, also nochmal zurück zum Aktivismus. Was mich noch so interessieren würde, wäre die Frage, also du hast viel mit Mahnwachen zu tun und du hast den Einblick in diese schrecklichen Bedingungen und so weiter. Würdest du den Aktivismus trotzdem empfehlen und wenn ja, wie schafft man es dann dauerhaft dabei zu bleiben und nicht zu verzweifeln? Also wie kann man das nachhaltig quasi machen? Ja, das ist eine wichtige Frage, ja. Weil wir haben alle 24 Stunden und wir haben alle begrenzte Ressourcen, auch körperlich, mental und all das. Deshalb ist ein wichtiger Punkt. Also ich selber kann den Aktivismus empfehlen. Ich zum Beispiel, wenn ich Menschen kennenlerne, die fragen, ich möchte gerne aktiv werden, dann frage ich immer auch zuerst, was interessiert dich oder was für Formen von Aktivismus, wenn du noch nicht betrieben hast, würdest du gerne kennenlernen. Und da gibt es ja verschiedene Zugänge. Jemand macht vielleicht mal bei einem Workshop mit und lernt dort Menschen kennen und dann sieht man, so wie bei mir, oder, war das übers Flyern, dann die Schlachthausmahnwachen, dann so mehr halblegale Aktionen, illegale Aktionen. Das liegt nicht jedem, ne? Also Schlachthausmahnwachen, ich kenne Menschen, die können das nicht, wollen das nicht, ist auch okay. Und da gibt es eine Alternative, vielleicht kann man in die Stadt mit diesen Schildern und das geht okay. Und wenn auch das nicht geht, kann man ja weitersuchen und schauen, okay, geht vielleicht flyern.
mehr den positiven Aspekt, wo man zeigt den Menschen, wie es geht, wo man vielleicht nicht auf das Leiden verweist, durch Bildschirmaufnahmen zum Beispiel, dass auch da muss man wie so seine Grenzen kennen und respektieren. Und das andere ist halt, wie schafft man Ausgleich? Bei mir ist es so, das ist natürlich jetzt für mich, kann ich nicht für alle reden, aber da muss jeder vielleicht so seinen Weg auch finden. Ich arbeite sehr gerne als Pädagoge und als Pädagoge kann ich unglaublich viel auch Kreativität. Natürlich im Aktivismus kannst du auch sehr kreativ sein. Und dann aber auch in der Pädagogik, für mich ist es ganz toll, zum Beispiel mit den Kindern musizieren, mit den Kindern malen, basteln, was gestalten, was Neues lernen, gerade was mich immer wieder berührt ist, wenn ich was Neues lerne vom Kind. Wenn ich zum Beispiel eine Entwicklung sehe beim Kind und mich fasziniert das. Und das ist dann wie ein Jungbrunnen, ne? Und das Gleiche kann man vielleicht auch auf den Aktivismus ausdehnen, wenn ich dort was Neues kennenlerne. Und das ist vielleicht auch etwas, was so schön ist, wenn man natürlich die Neugierde hat und Offenheit, immer auch gespannt sein, was gibt es da noch? Und auch überrascht sein, manchmal auch irritiert und auch überrascht, also auch im negativen Sinn, im Sinn, was das mit den Stadthauben wusste ich gar nicht, woher die kommen und so weiter und was die eigentlich brauchen und nie Gedanken gemacht und plötzlich merkt man an sich selber, warum hast du dir da nie Gedanken gemacht und damit erstaunt man ja auch über sich selber manchmal und das ist das, was mich selber, Bewegung ist natürlich auch gut, das ist etwas, was ich ein bisschen mehr pflegen möchte, Fahrrad fahren, schwimmen, ins Studio gehen, Freundschaften pflegen, sicher auch in Restaurants oder mal Swing Kitchen jetzt ist neu in Zürich. War auch toll, mit Kollegen dorthin und dann das kennenlernen, alles vegan natürlich. Und auch selber mal Rezepte ausprobieren, wie diese Streichleberwurst, diese vegane, die wir dann auch stellen, Rezept. Ja, also es gibt eigentlich viele Möglichkeiten. Und gut ist, wenn man sich auch Hilfe holen kann, wenn man merkt selber, ich schaff's nicht alleine. Da kann auch Freundschaften können sehr wertvoll sein oder du holst dir professionelle Hilfe. Warum nicht, oder? Alles, was hilft am Schluss. Ja. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Also man sieht, wie breit gestreut der Aktivismus ist, dass man jetzt nicht mit Machete und Pistole ins McDonald's gehen muss oder was auch immer. Es gibt auch noch andere Formen. Du hast mir gerade diesen sehr schönen Flyer gezeigt. Mhm. Möchtest du ganz kurz darüber sprechen? Also ja. Das ist hier Line of Silence. Genau. Der ist eben gerade neu rausgekommen. Line of Silence, das ist so eine Organisation, die macht regelmäßig auch Straßenaktivismus. Also da bildet man Menschenketten, wo jeder Mensch so in Abstand, regelmäßig im Abstand hat man ein Schild und tut also einen Aspekt der Tierausbeutung aufzeigen. Wir haben hier zum Beispiel, wenn ich den aufmache, haben wir so eine Liste. Ihr seht gleich hier ganz viele Bereiche. Ich lese mal ein paar raus. Zum Beispiel Zoo oder Jagd, Leder. Also wie geht die Lederproduktion? Ne? Versuchslabor, da geht es um diese Medizin. Ganz spezielle Bereiche wie ganz abhauen, da geht es um Tradition, wo man im Luzernischen ist das, tote Gänse den Hals abschneidet. Das wird dann als Fest quasi. Ist ja auch verrückt, oder, dass man das immer noch macht. Oder Pelz oder Sechseläuten, das war es kürzlich in Zürich mit dem Böck, mit dem Schneemenschen da, wo man den verbrennt. Und dann das Problem ist halt mit den Pferden und mit den Tieren, die dort mitlaufen. Das ist alles sehr stressig. Ja, und auch Fleischproduktion und so. Und was ich sagen möchte, ist ja eben der Aktivismus, wie du gesagt hast, kann sehr breit angelegt sein und soll ja auch breit angelegt sein. Und jeder kann irgendwo seine Nische finden. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich kann das nicht, oder es ist mir, geht mir zu nahe, oder etwas kann man immer, Whistleblower sein. Und wir haben hinten, haben wir so unsere Kontaktdaten, die können wir dann auch einblenden. Man kann sich bei uns melden, natürlich Polizei immer oder Veterinäramt oder bei Tier im Recht beispielsweise oder bei einer Tierrechtsorganisation wie Tier im Fokus oder Swissweg, was auch immer. Und dann meldet man etwas, was man beobachtet hat oder sogar gefilmt. Jetzt haben wir gerade gestern haben wir einen Film zugespielt bekommen. Das ist ein Securitas-Menschen, der hat da seinen Hund, einen Schäferhund, und der gibt so Befehle, Sitz und Platz und Steh, macht lauter solche Befehle und dann irgendwie der Hund ist gestresst und so und dann schlägt er ihn mit dieser Leine da an den Mund. Und das wurde alles aufgenommen, gefilmt, das ist jetzt in der Zeitung gelandet.
Und das wird Wellen ja schlagen, weil wenn das veröffentlicht wird, wenn viele Menschen davon mit Wind bekommen und man sieht den Menschen nicht, man sieht nur vor hinten, das ist, wir achten natürlich auch darauf, dass man Anonymität richtig, auch. Ja, aber trotz allem auch aus der Anonymität ein Stück weit raustreten. Und das kann man ja immer, man kann immer melden oder jemanden ansprechen, wenn es geht. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, auch eine wichtige Arbeit, Whistleblower sein. Ah ja, okay, das klingt sehr, sehr progressiv auf jeden Fall. Möchtest du noch ein letztes Statement machen? Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen brennt? Ja, liked, kommentiert, teilt. Wer mich folgt, der soll jetzt auch dem Tobias folgen. Vielen Dank, vielen Dank. Und vielen Dank für das Gespräch. Sehr interessanter Einblick. Danke in den dir. Ich habe auch sehr viel gelernt auf jeden Fall. Danke und dir. Und wünsche dir natürlich viel Erfolg. Und hoffe, dass wir uns dann auf der Straße oder vor der Kamera oder wo auch immer auch mal wiedersehen. Ja. Oder im Spiel. Ebenso. Ja, ebenso. Und jetzt Robert an der Gitarre mit Lass doch den Kopf nicht hängen. Lass doch den Kopf nicht hängen. Du bist doch nicht allein, so wie dir geht's auch anderen, morgen wird's besser sein. Geht dir mal was daneben, hast du mal Pech statt Glück? Glaub nicht, das wird so bleiben, schau vorwärts nicht zurück. Lass doch den Kopf nicht hängen, du bist doch nicht allein. So wie dir geht's auch anderen, morgen wird's besser sein. Hast du mal Krach mit Freunden und mit den Eltern Streit? Erstmal darüber reden, vielleicht war's nicht so gemein. Lass doch den Kopf nicht hängen, du bist doch nicht allein. So wie dir geht's auch anderen, morgen wird's besser sein. Morgen wird's besser sein. Tschüssio!